Dann würde ich sagen, sind wir mit den Kurven weitgehend fertig. Jetzt ist gerade noch eine halbe Stunde, das passt noch ganz gut. Ich will auch immer mal wieder eine Anwendung machen und es gibt noch eine Anwendung der dynamischen Programmierung. Vielleicht fällt die nicht so ganz in den engen Bereich der Bildverarbeitung, es ist mehr so ein bisschen was wie Computational Photography, aber wir können das trotzdem mal angucken. Und zwar geht es darum, dass Sie Bilder oder Videos in ein anderes Format bringen wollen. Also das Ganze läuft auch manchmal so ein bisschen unter dem Motto Content Repurposing. Sie haben also irgendeinen Content, Sie haben in einem Filmarchiv haben Sie also Aufnahmen gemacht oder Sie haben Fotos in einem bestimmten Format und jetzt wollen Sie das in einem anderen Format darstellen. Also ganz klassischerweise, jahrzehntelang hat man Videos im Format 4:3 gedreht und jetzt sind aber heute 16:9 Fernsehermode geworden. Und jetzt ist die Frage, wie lösen Sie dieses Problem? Naja, Sie können das Problem dadurch lösen, dass Sie das Bild einfach hier direkt reinsetzen. Dann haben Sie eben hier solche Bereiche, die Sie nicht verwenden. Oder Sie können natürlich auch das Ganze hier etwas skalieren in X-Richtung. Dann haben Sie zwar Ihren ganzen Fernseher verwendet, aber dann werden eben die Köpfe sehr breit. Das sieht schnell unnatürlich aus. Das gleiche Problem haben Sie, wenn Sie Kinofilme im Fernsehen zeigen. Ja, Kinofilme haben noch ein stärkeres Format, das ist irgendwie sowas in der Größenordnung von, ich weiß nicht, 25:9 oder so. Das ist also noch ein bisschen länger. Das liegt auch daran, dass das eigentlich die Art und Weise ist, wie der Mensch sieht. Unsere Aufmerksamkeit ist in die X-Richtung eben größer als nach oben und nach unten. Oder das ist auch dieser Öffnungswinkel unserer Optik, wenn man das so will. Wenn Sie so ein Format anbieten, dann passt das besser zu den Sehgewohnheiten wie dieses 4:3. Was macht man in diesem Fall? Naja, Sie können das natürlich da auch in dem 4:3 oder 16:9 Fernseher darstellen und entsprechend skalieren, aber dann haben Sie oben und unten diese schwarzen Balken, die kennen Sie auch aus dem Fernsehen. So, und manchmal bietet der Fernseher so eine Möglichkeit an, da kann man sich selber überlegen, welchen Tod man sterben will. Man kann das Ganze also entweder so skalieren und nimmt dann eben in Kauf, dass das Ganze ein bisschen breit gezogen aussieht, oder man nimmt eben die Balken in Kauf. Irgend sowas muss es ja sein. Also jetzt haben sich die Hersteller überlegt, vielleicht kann man da auch noch ein bisschen besseres Verfahren finden. Und die Verbesserung kann darin liegen, dass man sagt, wir brauchen das Bild, wenn wir das hier zum Beispiel so nach außen skalieren, wir müssen das ja nicht unbedingt gleichmäßig skalieren, sondern wir können das ja auch dynamisch tun. Wir können das ungleichmäßig tun. Wir können also sagen, dass wenn wir dieses Bild hier aufteilen, dass wir hier diese Bereiche, sagen wir diese Außenbereiche, die werden etwas stärker skaliert und dieser Innenbereich hier, den lassen wir weitgehend in Ruhe. Warum könnte man sich dafür entschließen, den Innenbereich weitgehend ungestaucht zu lassen und dafür die äußeren Ränder, die kriegen es natürlich voll ab, ja, die werden dann richtig stark gestaucht, weil es ist ja noch ungleichmäßig, aber warum ist das vielleicht im Ergebnis dann doch schöner für den Benutzer, sowas zu sehen? Genau. Also was Sie sehen wollen oder was interessant ist, das hat die Kamera meistens in der Mitte in irgendeiner Form. An den Rändern spielt sich nicht so viel ab. Da ist auch nicht so Ihre Aufmerksamkeit. Deswegen funktioniert ja auch 3D-Kino. Sie können sich eigentlich entscheiden auf der Leinwand, wo Sie hingucken. Aber der Fokus, da wo Ihre beiden Sichtstrahlen der Augen konvergieren, das kann eigentlich nicht in jedem Punkt des Bildes sein. Und da muss man sich halt dafür entschließen, eine Annahme zu machen, wo der Benutzer hinguckt. Und meistens funktioniert es ja auch ganz gut. Und hier ist es genauso. Man geht davon aus, dass der interessante Content meistens in der Mitte ist. In den äußeren Rändern, da passiert nicht so viel interessante Dinge und da kann man sich größere Fehler leisten. Und wenn Sie das so machen, dann haben Sie eigentlich ein etwas natürlicheres Bild, obwohl Sie die volle Breite Ihres Fernsehers ausnutzen. Wenn dann der Schauspieler natürlich aus dem Bild rausläuft und die Kamera nicht mitgeht, dann haben Sie natürlich schon eine starke Verzerrung, aber gut, das geht ja auch nicht anders oder es scheint erstmal nicht anders zu gehen. Also offensichtlich, dadurch, dass Sie sich so ein bisschen dem Bildinhalt anpassen, können Sie da ein bisschen besser werden. So, und jetzt gibt es ein Verfahren, das heißt Seam Carving. Und dieses Seam Carving hat sich überlegt, das könnten wir doch mal noch genauer angucken. Wir könnten also versuchen, ein Bild entlang bestimmter Seams, daher kommt der Ausdruck, das ist so ein Pfad, in unserem Beispiel wird er meistens von oben nach unten laufen, entlang dieser Pfade zu vergrößern oder zu verkleinern. Wir finden also einen Pfad durch das Bild oder man kann es auch als Pixeltrajektorie oder in unserem Sinn kann man es auch als Kurve betrachten. Wir finden also eine Kurve, die vom oberen zum unteren Bildrand läuft. Entlang dieser Kurve machen wir das Bild kleiner
oder auch größer, das geht in beide Richtungen. Und wir machen das entlang einer Kurve, die wir durch das Bild finden. Und wir gehen davon aus, wir finden so eine Trajektorie, die besonders unkritisch ist. Machen wir mal ein anderes Beispiel. Sie haben so ein Bild und hier in dem oberen Bereich, hier sind die Berge und hier oben haben Sie Himmel. Und dieser Himmel, der ist einfach ziemlich einheitlich blau. Und Sie wollen das Ganze skalieren in diese Richtung. Wenn Sie jetzt hier eine Zeile einfügen oder hier eine Zeile rausnehmen, dann sieht man das kaum, weil das den Benutzer in dem blauen Bild einfach nicht besonders stört. Wenn Sie das jetzt, wenn hier viele Dinge sind, irgendwelche Bäume oder sowas, dann würde es schon stören, weil Sie da Inhalt kaputt machen. Aber in dem blauen Himmel, da tut sich halt nichts. Ja, da sind nicht viele Schwingungen, da ist nicht viel Energie im Sinn des Signals. Da können Sie eben wüten, ja, und das sieht der Benutzer nicht. Das macht dieses Theme Carving. Das Theme Carving sucht sich also solche Themes durch Bilder. Und gehen wir jetzt mal vom Verkleinern aus, ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Es versucht also entlang dieser Themes zu verkleinern. Wie sieht dieser Theme aus, wenn wir uns den genau angucken? Der besteht natürlich aus Pixeln und die Konvention ist, dass diese Kurve zusammenhängend sein muss. Also wir können jetzt nicht einfach hier weitermachen, sondern wir müssen also schon hier zusammenhängen. Das heißt, Sie haben eigentlich immer nur drei Möglichkeiten. Sie können entweder links weitermachen, Sie können direkt nach unten gehen oder Sie können rechts weitermachen. Wenn Sie noch einen größeren Schritt machen würden, dann wäre die Kurve unterbrochen. So, und was Sie auch nicht wollen, Sie wollen nicht irgendwie sowas, ja, sondern Sie wollen in jedem Schritt eins weiter nach unten gehen. Also Sie haben wirklich eine Funktion von Y, kann man sagen. Wenn das hier Ihre Y-Achse ist, das kann ich hier nicht weiterzeichnen, dann weisen Sie jedem Y eindeutig ein X zu. Also zum Beispiel dieses hier. Dann geht es hier weiter. So, wenn Sie den gefunden haben, also der geht es vom Anfang bis zum Ende, und wenn sich nicht viel tut auf diesen Pixeln, sagen wir mal, die sind alle blau, dann können Sie ja, wenn das Ihr ganzes Bild ist, dann können Sie diese Pixelspalte, nenne ich das jetzt mal, die können Sie herausstreichen und das gesamte Bild auf der rechten Seite nehmen und um einen Pixel nach links schieben und das Ganze ist ziemlich unauffällig gewesen. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Ja, wenn Sie das Bild größer machen wollen, dann fügen Sie eben hier eine Pixelspalte ein und kopieren die Farben oder interpolieren zwischen dem rechten und dem linken Nachbarn, da kann man sich einiges vorstellen und dann haben Sie das Ganze eben größer gemacht. So, und es geht Ihnen jetzt darum, diesen Theme zu finden, der energieminimal ist, in dem sich im Bild so wenig wie möglich tut, weil dann stört es den Benutzer nicht, wenn Sie ihn rausnehmen, dann sieht er keine Brüche. Wie im Beispiel dieses blauen Himmels, wenn Sie hier ganz naiv eine Zeile rausnehmen und das Ganze etwas kleiner machen, das merkt niemand. Die Frage ist nur, was ist der energieminimale Theme? Unter allen Möglichkeiten, irgendwo in der ersten Zeile anzufangen und irgendwo in der letzten Zeile aufzuhören, was ist der energieminimale Theme durch das Bild? Sondern Sie vermuten schon, das sieht ziemlich aus nach dynamischer Programmierung. Hier können wir das Verfahren der dynamischen Programmierung verwenden und das ist auch so. Wir können also tatsächlich den Theme finden, der von oben nach unten die kleinsten Gesamtkosten hat. Den können wir dann rausnehmen, das Bild um einen Pixel zusammenschieben und es wird den Benutzer kaum stören. Ja. Das würde heißen, dass bei einer Gefängnistür alle Gitterstäbe verschwinden. Ja, also was verwendet man eigentlich, um die Frage zu beurteilen? Der Bildinhalt ist nicht so wichtig, darum geht es ja. Sie versuchen ja den Theme zu finden, der durch den nicht so wichtigen Bildinhalt geht. Da verwenden wir einfach den Gradienten. Das ist das, was ich das letzte Mal schon erklärt hatte. Wir rechnen einfach in jedem Punkt des Bildes den Gradienten aus, also die Grauwertänderung in X- und in Y-Richtung. Das ist ja ein Pfeil, der in eine bestimmte Richtung zeigt. Und mit diesem Pfeil können wir nichts anfangen, da rechnen wir einfach den Betrag aus und den gucken wir uns an. Wenn dieser Gradient an irgendeiner Stelle besonders klein ist, zum Beispiel 0, dann tut sich gar nichts in dem Bild. Mal angenommen, Sie haben hier eine Szenerie, in der alle Pixel gleichmäßig blau sind, dann haben Sie keine Veränderung in die X-Richtung, dann haben Sie keine Veränderung in die Y-Richtung, dann ist Ihr Gradient 0 und im Gradientenbild sehen Sie dann eben schwarz an der Stelle, weil da haben Sie halt keine Vektorlänge. Und wenn Sie jetzt einen anderen Fall haben, sagen wir, hier haben Sie jetzt einen hellen Bereich und nebendran haben Sie einen dunklen Bereich, dann ist hier beim Übergang von hell zu dunkel, ändert sich ja der Grauwert am stärksten. Da haben Sie einen großen Gradienten und da haben Sie eben im Gradientenbild dann einen entsprechend großen Wert. So, und diesen Theme, den sucht man eigentlich nicht im Bild selber, sondern den sucht man im Gradientenbild. Mit anderen Worten, da wo die Differenz, wo die Veränderung des Bildes möglichst groß ist, da halte ich mich fern.
Und da, wo das Bild ziemlich konstant bleibt, da kann ich problemlos was rauslöschen. Das ist die Lösung dafür, die Frage zu beantworten, was sind eigentlich die uninteressanten Bildteile? Wie funktioniert also dieses Verfahren jetzt ganz genau nochmal? Gucken wir uns hier mal unser Bild an. Hier haben wir also die ersten Pixel in der ersten Zeile. Wir wollen zu den Pixeln der untersten Zeile. Natürlich gibt es da ganz viele. Das ist unser Zeitpunkt T0. Bezogen auf das Beispiel, was ich einmal gerechnet hatte, mit den vier Zeitpunkten, wäre das hier T0. Und das wären die Anfangszustände, in die wir uns setzen können. Und die lokalen Kosten für diese Anfangszustände, was ist das wohl? Naja, es ist der Gradient. Also da, wo sich am meisten tut im Bild, habe ich hohe Kosten und da, wo sich wenig tut, habe ich niedrige Kosten. Das heißt, ich habe hier also überall diese Gradientenwerte drinstehen. Vielleicht so. Am Anfang kann ich keine Entscheidung treffen. Das heißt, so richtig interessant wird das Ganze erst zum Zeitpunkt T1 oder vielmehr hier in meiner Pixelzeile Nummer 1. Also hier bei 0 gibt es noch keine Entscheidung. Und hier ist meine Zeile 1. Da setze ich mich auch in jeden Pixel. Nehmen wir mal diesen als Beispiel. Und hier kann ich mich jetzt fragen, würde ich lieber von links kommen, würde ich lieber von direkt oben kommen oder würde ich lieber von rechts kommen? Sie kennen das alles schon. Natürlich will ich von dem Nachbarn kommen, der die geringsten kumulierten Kosten hat. Das wäre in dem Fall die 0. Ich habe natürlich auch nochmal lokale Kosten, sagen wir mal von 2. Und dann habe ich eben hier Gesamtkosten von 0 plus 2 ist 2. Und ich merke mir, woher bin ich eigentlich gekommen. Und das kann man natürlich mit jedem anderen Pixel auch machen. Sie gucken sich wieder, welcher der drei Nachbarn über mir ist die beste Alternative. Den wähle ich im Sinn der Kosten. Da kommen noch meine eigenen lokalen Gradientenkosten dazu. Das gibt meine Gesamtkosten. Und ich merke mir durch diese Rückwärtsreferenz, von wo bin ich eigentlich gekommen. Das machen Sie für jedes Pixel des Bildes. Dann haben Sie eigentlich einen Graph und egal in welches Pixel Sie sich unten setzen, Sie werden immer den kostenoptimalen Pfad nach oben finden. So, jetzt wollen wir natürlich unter allen Möglichkeiten von unten nach oben zu kommen, wollen wir den kostenminimalen finden. Das heißt, diese ganzen Kostenwerte in der letzten Iteration unseres Verfahrens, die gucken wir uns an. Sagen wir mal, das hier sei jetzt der minimale, ja, min. Und dann verfolgen wir den eben nach oben. Und jetzt kennen wir wirklich den Seam, der durch den uninteressantesten Teil des Bildes läuft. Und den können wir ziemlich problemlos rauslöschen. Dann nehmen wir das gesamte Bild hier auf der rechten Seite und verschieben das um einen Pixel nach links. Und haben das Bild etwas kleiner gemacht und es wird uns hoffentlich nicht stören. Gucken wir uns mal an, wie das am Beispiel aussieht. Hier haben wir so ein Bild. Das würden wir gerne in Richtung der X-Achse verkleinern. Vielleicht auch erstmal, was passiert, wenn wir das jetzt ganz naiv machen. Einmal kurz ausprobieren. Also wir nehmen es hier so ein Bildbearbeitungsprogramm und skalieren das mal in Prozent. Sagen wir mal, wir stauchen das mal auf ein Drittel seiner Gesamtlänge. Und dann sieht es so aus und Sie sehen, naja, man kann schon noch erkennen, aber es hat jetzt keinen großen Nutzenwert mehr. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal hier. Gucken wir uns mal das Energiebild an. Also das ist jetzt der Gradient. Meistens wird der Gradient als Schwarz-Weiß-Bild dargestellt. Ich habe ihn hier mal als Farbe dargestellt, nachdem wir ja wissen, wie man die Farbe berechnet aus dem Winkel. Da, wo also der Gradient klein ist, da haben Sie blau. Und je größer der Gradient wird, desto mehr geht es in Richtung Rot. Der Graph ist im Hintergrund schon berechnet. Das heißt, wenn ich mich jetzt an irgendeine Stelle des Bildes setze, in der untersten Pixelzeile, dann sagt mir der auch schon, wie ich jetzt kostenoptimal nach oben komme. Ist ja auch nicht schwer. Warum ist das so schnell, das Verfahren? Ja, das ist deswegen so schnell, weil die ganze Rechnerei hat ja vorher schon stattgefunden. In jedem Pixel haben wir schon gespeichert, was unser optimaler Nachbar ist, der nach oben geht. Und deswegen können wir es jetzt irgendwo hier hinsetzen und wir brauchen uns gar nicht drüber wundern, dass er so schnell rechnet. Wir haben die Ergebnisse sowieso schon. Wir verfolgen einfach die Rückwärtspfeile nach oben, bis wir in der obersten Zeile sind. So, was der Algorithmus jetzt macht, ist, unter allen diesen Möglichkeiten von links nach rechts zu gehen, nimmt er natürlich den kostenminimalen. Sie sehen übrigens auch immer, wie der Seam versucht, die Ente zu vermeiden.
hier hatten wir ja die größten Kantenwerte. Sie können sich erinnern, da war ziemlich viel Rot. Vor allem am Übergang zwischen hell und dunkel haben wir starke Gradienten. Die wollen wir nicht kaputt machen. Ja, das würde uns als Betrachter am meisten stören. Deswegen versucht der Seam auch, diese Gradienten zu vermeiden. Er geht also aus der Ente raus, sobald das möglich ist. Wenn der Weg zu lang wird, dann sehen Sie, dann ist es manchmal doch wieder besser, ein paar Kanten zu schneiden. Aber er vermeidet es dann ziemlich schnell wieder. Offensichtlich sind diese Seams hier am billigsten. Und wenn wir uns jetzt das Bild angucken, ist ja auch klar, wenn wir hier durchgehen, dann passieren wir nicht die roten Bereiche und dann ist da der Schaden am geringsten, wenn wir was rauslöschen. Okay, gucken wir uns mal an, wie das jetzt aussieht, wenn man das sukzessiv verkleinert. Hier werden immer, glaube ich, 10 oder 15 Pixel verkleinert. Sie sehen zuerst mal, wird hauptsächlich dieser rechte Rand gelöscht. Jetzt kommen wir immer mehr an diese Bereiche, wo hier auch Kanten drin sind. Jetzt wird auch hier immer mehr gelöscht. Das sehen Sie daran, dass die Ente nach links wandert. Das bedeutet, hier werden also Seams rausgelöscht. Und Sie sehen, wir können eigentlich ziemlich unbeschadet das Bild verkleinern. Sie würden das auch sofort glauben. Das sieht nicht unrealistisch für Sie aus, obwohl es ja eigentlich schon ein ziemlich manipuliertes Bild ist. Und bis zu diesem Zeitpunkt, jetzt sind wir schon bei mehr als der Hälfte der Verkleinerung, haben wir dem Bild eigentlich wenig geschadet. Und selbst wenn wir jetzt in diesen Bereich gehen, wo es immer kritischer wird, jetzt sind wir ja schon fast auf ein Drittel. Da war vorhin unser Bild schon kaum noch erkennbar, haben wir hier eigentlich einen geringen Schaden erzeugt. So, das ist also dieses Verfahren des Seam Carvings. So, jetzt ist jetzt ein Beispiel, das ganz gut funktioniert. Das macht man überhaupt immer so in der Bildverarbeitung. Sie nehmen immer Beispiele, bei denen es super aussieht. Es gibt natürlich auch Fälle, bei denen es nicht so einfach ist. Also zum Beispiel, du hast hier dieses Fahrrad. Da haben Sie natürlich schlechte Karten. Ja, Sie haben deswegen schlechte Karten, weil wenn Sie hier irgendwas rausnehmen, Sie erkennen das sofort, weil Sie von dem Rad eben erwarten, dass es rund ist. Und wenn Sie hier Seams rausnehmen, dann sieht das eben sofort schlecht und unrealistisch aus. Also hier kann man sagen, egal was Sie machen, das ist immer ein Problem, weil dem Menschen eben klar ist, dass die Geometrie von diesem Reifen erhalten bleiben muss. Sie müssen aber irgendwelche Seams rausnehmen. Also da haben Sie eigentlich nicht viele Chancen. Auch diese Stangen da und so, muss natürlich alles seine Symmetrie behalten und da geht also nicht viel. Trotz dessen gibt es auch noch eine Variante davon. Kann man hier eigentlich am besten erkennen. Verkleinern wir mal den. Hier haben Sie das, was Sie vorhin hier als Gitterstäbe bezeichnet haben. Das lässt sich ganz gut stauchen. Hier bei diesem Scheinwerfer werden wir Probleme kriegen. Der wird natürlich irgendwann oval. Das lässt sich auch nicht verhindern. Und besonders stark werden wir Artefakte sehen hier an diesen Lamellen. Machen wir das mal. Sie sehen hier zum Beispiel an dieser Kante, diese gebrochene Kante sieht auch nicht gut aus. Irgendwo müssen halt Seams raus und Sie erwarten aber halt die Stetigkeit dieser Kante und die wird verletzt dadurch. Dann wird das schnell hässlich. Diese vertikalen Lamellen können Sie sehr gut zusammenschieben, das glaubt man immer noch. Und je weiter Sie das machen, desto mehr sehen Sie hier solche unangenehmen Artefakte. Jetzt fängt der Algorithmus auch an, auch hier Seams durchzulegen, die also hier eine ganze Menge Kanten verletzen. Und dadurch entstehen solche Brüche. Hier ist auch ziemlich unangenehm. Jetzt haben die Autoren von dem Paper haben gesagt, das kann man noch verbessern. Und zwar haben sie gesagt, wir versuchen mal gar nicht unbedingt auf Teufel komm raus zu vermeiden, Kanten zu löschen, sondern wir überlegen uns, was passiert eigentlich, wenn wir einen Pixel löschen. Dabei können verschiedene Fälle entstehen. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass wir hier 6 Pixel haben. Das hier ist der Zeitpunkt T5. Und hier wurde schon ein Pixel gelöscht. Das ist eine Entscheidung, die haben wir schon getroffen. Also dieser hier, der sei jetzt mal gelöscht. Und zum nächsten Zeitpunkt, T6, überlegen wir uns, wir können entweder diesen löschen oder diesen oder diesen. So, gehen wir mal davon aus, dass wir diesen hier löschen. Was erzeugen wir dadurch? Wir erzeugen neue Nachbarn. Vorher waren diese beiden hier benachbart, diese beiden benachbart. Sie sehen einfach die natürliche Vierer-Nachbarschaft, wie sie eben im Bild definiert ist. Und wenn wir jetzt diesen und diesen rauslöschen, dann entsteht eine neue Nachbarschaft. Die sieht so aus. Also ich nummeriere die mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir zwei neue Nachbarn oder wir haben neue Nachbarschaften erzeugt.
Und zwar, vorher war Pixel 1 und 2 waren nicht benachbart, die sind aber jetzt benachbart, dadurch, dass wir den in der Mitte rausgelöscht haben. Vorher waren Pixel 1 und 3 nicht benachbart, die sind aber jetzt benachbart, dadurch, dass wir die Pixel gelöscht haben. Also hier haben wir eine neue Nachbarschaft erzeugt. 3 und 4 waren schon immer benachbart und 4 und 2 waren auch schon immer benachbart. Das heißt, wir haben diese beiden Nachbarschaften erzeugt, die ich jetzt rot eingezeichnet habe. Jetzt kommt es darauf an, was passiert eigentlich, wenn wir diese neuen Nachbarn erzeugen. Wenn die jetzt alle ziemlich ähnliche Werte haben, dann stört uns das eigentlich gar nicht. Im Prinzip könnten wir uns leisten, hier eine Kante rauszulöschen, wenn dadurch keine neuen Nachbarschaften entstehen. Wenn sozusagen hier zwischen 1 und 3 und zwischen 1 und 2, wenn hier keine Pixel benachbart werden, die total unterschiedlich sind, dann stört es uns eigentlich gar nicht so furchtbar, hier eine Kante rauszulöschen. Das ist die neue Definition der Kosten. Vorher hat man gesagt, Kosten ist ganz einfach, niemals Kanten zerstören, also niemals Gradientenpixel löschen, wenn es sich vermeiden lässt. Jetzt sagen wir, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, einen Gradientenpixel zu löschen. Wir wollen einfach versuchen, keine sehr unterschiedlichen Nachbarn zu erzeugen. Das ist einfach so eine neue Definition der Energiefunktion. So ähnlich wie wir das jetzt bei dem Kurvenvergleich gemacht haben, da haben wir so eine Tabelle dazwischen geschaltet. Genauso hat man hier die Kosten nochmal in so eine neue Funktion eingepackt, die das Ganze etwas subtiler beurteilt. Jetzt gibt es auch noch andere Fälle, vielleicht um das gerade noch zu vervollständigen. Wir haben natürlich auch diesen Fall hier. Also wir haben zuletzt diesen Pixel gelöscht und als nächstes löschen wir jetzt diesen. Die neuen Nachbarn, die wir jetzt erzeugen, sind offensichtlich. Die hier waren vorher nicht benachbart und die hier waren vorher nicht benachbart. Ansonsten gibt es keine neuen Nachbarn. Und da gibt es natürlich noch den letzten Fall, dass wir diesen hier löschen, aber der ist analog zu dem, den wir hier sowieso schon haben. So, und wenn man jetzt diese neue Energiefunktion berücksichtigt, ich will mal gucken, wie das ging. Das könnte man irgendwie einschalten. Und mit dieser verbesserten Energiefunktion sollten wir jetzt nicht so hässliche Brüche in diesen Lamellen sehen. Sie sehen auch hier oben, diese Motorhaube wird zwar immer noch verzerrt, aber nicht mehr ganz so schlimm. Und auch hier in den Lamellen, das bleibt alles ein bisschen glatter. Das heißt, es ist durchaus erlaubt, hier eine Kante rauszulöschen, wenn nur die Nachbarschaft, die dadurch entsteht, keine aggressive ist. Also wenn sie keine Pixel erzeugen, die auf einmal Nachbarn werden und die sehr unterschiedlich sind, dann dürfen sie auch durchaus mal eine Kante rauslöschen. Und wenn sie die Kosten so definieren, dann sehen sie, dass sie hier zumindest mal diese hässlichen Brüche, die wir vorhin gesehen haben, in diesen Lamellen, die können sie hier ganz gut vermeiden. Und auch die Motorhaube sieht etwas realistischer aus. Dass das irgendwann zum Oval wird, ist natürlich unvermeidlich, aber ist ein bisschen eine visuelle Verbesserung. Soweit dazu. Ich würde vielleicht jetzt mit den Gradienten, ich wollte es noch ein bisschen ausführlicher machen, da habe ich auch noch mal ein Codebeispiel für Sie, da können wir uns auch mal ganz kurz den Quellcode angucken. Das würde ich dann aber lieber aufs nächste Mal verschieben. Gibt es zu diesem Verfahren, zu diesem Seam Carving noch Fragen? Ja? Kann es live gemacht werden? Da stellen Sie jetzt im Prinzip die Frage, geht es auch für Bewegtbilder? Das Problem für Bewegtbilder ist natürlich ein ganz anderes. Hier im Zweidimensionalen, das suchen Sie ja nur ein Seam von oben nach unten. Aber wenn Sie jetzt ein Video haben, dann haben Sie ja ganz viele Bilder hintereinander. So. Und jetzt können Sie natürlich in jedem Bild getrennt den energieminimalen Seam suchen. Ist kein Problem. Ja, in dem Bild dahinter würde er vielleicht so aussehen, in dem Bild dahinter würde er so aussehen. Aber dann würde von Bild zu Bild Ihr Seam springen. Das ist auch schon versucht worden, das haben tatsächlich die Autoren dieses Papers selbst gemacht und haben aber gesehen, der springt wild hin und her, das will der Benutzer nicht sehen. Das heißt, wenn Sie das Ganze auf Videos loslassen, dann wollen Sie, dass dieser Seam kontinuierlich wird. Das heißt, wir haben ja gesagt, wenn wir den Seam suchen, von oben nach unten, wir wollen nur, dass er sich entlang benachbarter Pixel bewegt und das Ganze geht Ihnen dann in die Zeitrichtung, nennen wir das T, geht Ihnen das genauso. Sie wollen also, dass der Seam-Pixel, den Sie hier haben, der darf sich im nächsten Bild auch nur um eins nach rechts und links verändern. Das heißt, Sie haben zwei Bedingungen. Einmal darf er sich nach unten nicht so stark verändern und auch in die Zeit nicht so stark verändern. Und damit haben Sie Folgendes, wenn Sie sich also dieses Volumen hier angucken, Ihr Video ist nichts anderes als so ein Volumen von Pixeln, dann haben Sie jetzt, das ist eine schlimme Zeichnung hier, dann haben Sie praktisch hier so ein Anfangsseam
und hier so ein Endseam und irgendwo dazwischen haben Sie so eine Fläche. Also dann würde Ihr Seam so aussehen. Das ist auch tatsächlich gemacht worden. Die haben da ein zweites Paper drüber geschrieben. Wenn Sie jetzt die Energie naiv minimieren, dann hat der Seam was gemacht, was die Autoren gar nicht wollten. Und zwar haben die Autoren gesagt, Seam werde energieminimal, fange hier an und ende hier. Und was der Seam gemacht hat, ist dann sowas. Ja. Er hat genau das gemacht, was man von ihm wollte, ist energieminimal geworden, ist so einer Taille zusammengeschnürt und erst im letzten Moment wieder auseinandergegangen. Das war natürlich überhaupt nicht, was erwünscht war. Dann haben sie gesagt, wir müssen das hier oben also praktisch hier festmachen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Optimierungsproblem ist ein ganz anderes, wenn Sie das auf Videos übertragen. Aber man kann im Prinzip den Seam auch auf Videos übertragen, dann ist es halt eine Fläche, die praktisch durch dieses Voxelvolumen geht. Sie haben aber immer noch viele praktische Probleme. Das gibt es auch Demo-Videos davon, wie das dann aussieht, wenn man das auf ein Video loslässt. Sie haben zum Beispiel einen Basketballspieler, der von links nach rechts durch das Bild geht und irgendwann muss er halt durch den Seam dann doch mal durch. An den Stellen sehen Sie das dann immer. Also es ist nicht so trivial, das Ganze auf Videos auszudehnen. Aber da gibt es tatsächlich einiges an relativ aktueller Forschung dazu. Ja. Länger wird der Pfad eigentlich nie, denn Sie suchen sich ja für jede Y-Zeile nur einen Pixel aus. Also mehr als die Anzahl der Zeilen im Bild darf der Seam nie lang werden. Also im Sinn der Länge, wenn Sie die Diagonale gehen, gehen Sie natürlich ein bisschen weiter, wie wenn Sie direkt runtergehen, das stimmt schon. Die Anzahl der Pixel, die der Seam lang ist, ist konstant. Weil Sie einfach von oben nach unten gehen, das geht nicht anders. Okay, da gibt es auch nochmal eine Übung dazu, die wir uns dann morgen angucken, da können wir möglicherweise auch nochmal drüber sprechen. Dann bis morgen.